Heute geht es um 5 Aktien mit Verdopplerpotenzial. Und welche das sind, das verrät uns gleich Moritz Hessel. Hi und herzlich willkommen hier in einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Timo und heute ist Moritz Hessel bei mir zu Gast. Moritz ist 30 Jahre jung, aber er ist bereits Portfolio-Manager. Er managt ein Aktienportfolio für CapTrader und wie das Ganze funktioniert, welche Anlagestrategie er verfolgt und wie du dich auch potenziell an seinem Investmenterfolg beteiligen kannst, all das werden wir gleich erfahren. Zudem hat Moritz 5 spannende Aktienwerte mit im Gepäck, die allesamt eine Chance bieten, mindestens mal sich zu verdoppeln. Also Moritz geht von 20% jährlicher Durchschnittsrendite potenziell in den nächsten Jahren für jeden einzelnen Wert aus. Und warum er das tut, das werden wir ebenfalls in Erfahrung bringen. Aber ich werde auch Moritz' Investmentthese immer mal so sanft herausfordern, sanft auf den Prüfstand stellen. Und ja, ich kann dir sagen, das wird auf jeden Fall ein facettenreicher, sehr, sehr spannender und auch intensiver Austausch. Zudem werden wir über Florian Homm sprechen, denn Moritz war lange Jahre Teammitglied bei Florian Homm und dessen Börsenbrief und ja, was er da alles so erlebt hat, was er da für Learnings mitgenommen hat und insbesondere auch, wie Florian Homm seine Investmentstrategie, seine Investmentphilosophie beeinflusst hat, all das werden wir ebenfalls gleich erfahren. Und ich würde sagen, hey, verlieren wir keine Zeit mehr, rein ins Gespräch mit Moritz Hessel. Hi Moritz, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, Timo. Freut mich, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Wir fangen jetzt mal ganz kurz an mit ein paar Stichworten, die ich dir zurufe, Moritz. Bitte ganz kurz in 1, 2 Sätzen antworten, assoziativ, was kommt dir spontan in den Kopf, okay? Gerne. Alles klar. Value Investing. Wird immer funktionieren, weil es nie aus der Mode kommt, was unter seinem Wert zu kaufen. Mhm. Prinzipien des Wohlstands. Spiegel-Bestseller, 7 Tage meistverkauftes Buch im Dachraum und mein Wissen, was ich über 10 Jahre im Finanzbereich angesammelt habe, komprimiert zusammengefasst als Buch. Ja, sehr gut. Also Leute, das ist Moritz' Buch. Moritz war Mitautor. Ich hänge den Link auf jeden Fall unten rein in die Videobeschreibung. Dann Florian Homm war dein Co-Autor. Genau, Mentor. 7 Jahre, harte Schule, viel gelernt. Und spannende Reise auf jeden Fall gewesen. Okay, frage ich dich auch gleich nochmal ein bisschen was. Dividenden? Überschätzt. Aktienrückkäufe tendiere ich eher dazu aus steuerlichen Vorteilen. Also Buyback Champions, historisch gesehen, bessere Performance als die Dividendenschwergewichte. Ah, okay. Können wir gleich auf jeden Fall auch nochmal mit drauf eingehen. Und der Total Return Ansatz? Für das aktuelle Jahrzehnt definitiv besser geeignet als für die letzten 10 Jahre, aber ich glaube für die nächsten Jahre goldrichtig. Okay, und jetzt so auf Sicht von den nächsten 12 Monaten, eher long oder eher short? Nie crash, also mir ist komplett egal, ob der Markt steigt, fällt oder seitwärts läuft, sondern die besten Unternehmen der Welt long zu gehen, die schlechtesten Unternehmen der Welt short zu gehen und aus dieser Differenz zu leben. Mhm. Eher seitwärts, meiner Meinung. Seitwärts. Okay, alles klar. Also keine Jahresendrallye, kein großes Aufwärtspotenzial mehr? Jahresendrallye sehe ich schon eher, aber würde mich auch nicht wundern, wenn es im Januar wieder abverkauft wird. Oder ab Mitte Januar. Aber das ist nicht so mein Thema. Also ob jetzt der DAX am Jahresende bei 15.600 oder 800 steht, ist mir eigentlich egal. Auch ob der Ölpreis über 100 Dollar oder darunter liegt. Hm. Spielt für mich nicht so die große Rolle. Also guckst du ehrlicherweise gar nicht so auf Makrofaktoren, also zum Beispiel jetzt Zinsen und ist das Szenario higher for longer oder kommen sie runter? Das ist nicht so, da geht dein Blick nicht so rein. Doch, wir haben natürlich auch unsere Anlagestrategie da ein bisschen geändert. Also historisch gesehen, ja, wenn man um 500 Basispunkte die Zinsen erhöht, dann ist es natürlich einschneidend für den Aktienmarkt. Die wichtigsten Faktoren, es gibt ja tausende Faktoren, die immer aufgezählt werden. Die meisten davon finde ich unwichtig, aber Gelddruckmenge und Zinsen natürlich sehr, sehr bestimmend. Mhm. Ja, wir hatten seit der Subprime-Krise 83% Korrelation Gelddruckmenge S&P 500. Mhm. Dann gab es wenige Outlier, die durch Produktivität, die einfach durch gutes Wachstum noch dazu beigesteuert haben. Mhm. Aber
wir hätten jetzt auch vor 2 Jahren nicht eine Zoom-Video zu 100 Mal Umsatz gekauft, ja. Weil wir immer zum Beispiel eine Discount-Rate haben zwischen 6% und 8%. Ja. Ja, also ob man jetzt einen Zinssatz von 0 hat oder einen Zinssatz von 5, das ist halt die Sicherheitsmarge, die wir halt brauchen, um zu investieren. Mhm. Deswegen, natürlich hat man es auf dem Schirm, higher for longer auf jeden Fall auch. Wird auch passieren, aber im Endeffekt ist es ja eher die Normalität als die Ausnahme, historisch. Okay. Also Zinsen, Geldmenge, ja, halte ich auch für extrem wichtig. Ölpreis, ein Indikator, der für dich offenbar unwichtig ist? Es ist für die Long-Entscheidung nicht so wichtig, weil wir investieren in Firmen, die nicht so sehr von Faktoren abhängig sind, wie zum Beispiel eben, wo steht jetzt der Ölpreis. Also ich will jetzt nicht unbedingt eine Airline kaufen, die halt sehr, sehr stark damit korreliert, wie ist jetzt der Ölpreis. Oder ein Unternehmen, was sehr, sehr stark irgendwie von einem Rohstoff abhängig ist. Mhm. Mein Traumportfolio besteht aus 8 bis 12 Werten, eigentlich relativ konzentriert. Mhm. Also 80% sehr, sehr stark fokussiert auf, wie gesagt, 8 bis 12 Werte. Dann 20-30% Trades, aber diese Kernposition, die das Portfolio bilden, da, die müssen geschützt sein quasi von diesen ganzen Faktoren. Ja. Also egal, ob jetzt der Zinssatz noch um 1% erhöht wird, ob der gesenkt wird oder wir möchten einfach ein Portfolio, was da unabhängig voneinander korreliert. Mhm. Und stabiles Business gibt es ja auch von Buffett das Zitat, kauf's nur, wenn du es 10 Jahre nicht anfassen würdest. Das gilt für die Kernpositionen auf jeden Fall. Und für das andere, wie gesagt, kann man auch mal, wenn man jetzt einen interessanten Makro-Trade sieht, das anspielen. Aber sowas machen wir dann nur mit einem Stop-Loss und einem Chance-Risiko-Verhältnis, was man irgendwie auch kalkuliert. Aber da würde ich jetzt nicht 10-15% des Portfolios reinsetzen. Ja, ja. Man merkt schon, du kommst so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, kommst du aus der Schule von Florian Homm, sondern du kommst aus der Schule von Florian Homm. Lass uns da gleich auf jeden Fall auch noch mal ganz kurz rein. Was hast du da so wirklich mitgenommen als sein Mentee? Was waren deine Learnings? Du hast jetzt aber gerade schon dein Traumportfolio angesprochen. Mhm. Und du hast ja gerade auch die Situation, dass du dein Traumportfolio auch selber gestalten und umsetzen kannst. Nicht nur für dich privat, sondern halt auch öffentlich. Das ist aber kein Fonds. Ja, vielleicht holst du uns einfach mal ab. Was machst du da eigentlich? Genau, das ist ein Managed Account. Das machen wir gemeinsam mit CapTrader, also mein Team und ich. CapTrader ist eine Wertpapierbank, Broker aus Düsseldorf, ist quasi der deutsche Arm von Interactive Brokers. Interactive dürften vielleicht die meisten auf jeden Fall kennen, ja, einer der größten Broker der Welt. Da kann man im Rahmen einer Vermögensverwaltung quasi ein Managed Account anbieten. Managed Account heißt vereinfacht gesagt, es gibt ein Hauptkonto, was von uns quasi da verwaltet wird. Dann gibt es diese Unterkonten und diese Trades, die werden anteilig umgesetzt, egal ob da jetzt jemand, also es geht ab 25.000 Euro, aber egal ob da jetzt jemand 25.000 Euro, 5 Millionen oder 10 Millionen reinlegt, es wird immer anteilig umgesetzt. Mhm. Ist die Hauptstrategie, die ich fahre. Ich habe da auch 90% meines eigenen Geldes drin. Aha. Wo sind die restlichen 10%? Im Anleihenfonds, den wir auch gemacht haben. Ach so, okay, alles klar. Ja, das ist eigentlich dieser klassische Hedgefund-Ansatz, also Long-Short-Strategie. Und wie gesagt, es geht nicht darum, diese Crash-Szenarien oder wir wären hier jetzt schlimmer als 1929 oder sonst irgendwas. Mhm. Unabhängig davon, also ich glaube, wir hatten im letzten Jahrzehnt wirklich sehr, sehr gute Zeiten. Ja, der S&P jährlich irgendwie 18-19% gemacht. Ja. Selbst John Bogle, der Erfinder der ETFs, hat ja vor seinem Tod gesagt, er rechnet eher damit mit so 3-4% für die nächsten Jahre. Das entspricht ungefähr dem Inflationsniveau. Wenn wir uns jetzt auch mal den S&P 500 anschauen, wo diese 7 Schwergewichte wirklich einen sehr, sehr großen Teil der Performance ausgemacht haben. Auch dieses Jahr wieder ist der S&P auf Jahressicht eigentlich sogar leicht im Minus. Mhm. Wenn man da diese 7 Werte und noch eine Royal Caribbean und sowas rausrechnet. Wir sind eigentlich auch seit 2 Jahren in einer Seitwärtsphase am Markt. Natürlich ging es mal hoch von 3.600 auf 4.500. Jetzt stehen wir wieder dazwischen. Mhm.
Und ich glaube fest, dass jetzt auch so ein Stockpicking-Jahrzehnt ist. Ja, also es wird ja auch immer gefragt, lohnt sich das überhaupt? Lohnt sich das oder einfach ein ETF zu kaufen? Wenn mich 2014, 15 irgendjemand gefragt hat, habe ich wirklich zu passiver Geldanlage geraten? Das Szenario war einfach, die Flut hebt alle Boote. Mhm. Aktuell meiner Meinung nach ein bisschen anderes Umfeld. Auch vom Bewertungsniveau her mit einem KGV zwischen 18 und 20 gab es auch noch nie eine Bullenmarkt-Rallye, historisch gesehen. Okay, also das heißt, ab 25.000 Euro kann ich Anteile von deinem Managed Account, also von deinem Portfolio, kaufen. Aber die sind nicht börsentäglich irgendwo handelbar. Das geschieht nicht, oder? Genau, also es ist quasi kein Anteil, sondern das Depot gehört dem Kunden selbst. Yeah. Er kann das auch jederzeit veräußern, also innerhalb von 24 Stunden. Wenn ein Kunde sagt, er möchte sein Geld zurück, kriegt er das auch zurück. Da gibt es ja viele Hedgefonds, die so vierteljährlich oder halbjährlich da so ein Lock-up haben. Hm. Da bin ich überhaupt kein Freund davon, sondern komplette Transparenz. Der Vorteil ist, man kann sich 24 Stunden am Tag einloggen. Man sieht jeden Trade, man sieht jede Position, man sieht die Gewichtung. Also man sieht alles komplett, was passiert. Okay. Und es ist auch im Sondervermögen, also es ist nicht wie ein Zertifikat mit einem Emittentenrisiko verknüpft. Und die Struktur ist in Deutschland noch nicht so bekannt. In den USA gibt es ungefähr 2000 Hedgefonds, die das so über Interactive abbilden. Mhm. In UK auch viele. Ja. Hier in Deutschland sind wir ja eigentlich gerade die Einzigen. Okay, was kostet denn das? Also wie viel Total Expense Ratio habe ich da pro Jahr? Wir haben eine Management-Fee zwischen 1 und 1,5%. Aha. Die richtet sich je nach Vermögen. Also je mehr angelegt wird, umso weiter geht die runter. Mhm. Und eine Performance-Fee von 15%, aber auf High-Watermark-Index. Also nur wenn der Kunde kontinuierlich mehr Geld verdient, kriegen wir da unseren Anteil. So dieses klassische Hedgefund-Konstrukt ist eigentlich 2,20. Also 2% Management-Fee, 20% Performance-Fee. Da liegen wir auch darunter. Ich hätte auch die Management-Fee noch weiter gesenkt, aber da wollen natürlich auch Wirtschaftsprüfer, Banken brauchen auch ihren kleinen Anteil. Deswegen geht es leider nicht anders. Okay, alles klar. Also so 1 bis 1,5. Dann musst du, oder beziehungsweise nicht, du musst, aber wahrscheinlich ist das Ziel, dass du dann besser als eine bestimmte Benchmark läufst. Ne? Was ist denn bei dir die Benchmark? Im klassischen Sinn haben wir keine Benchmark, weil es wäre jetzt nicht so sinnvoll, wenn wir uns mit dem S&P 500 vergleichen oder mit einem DAX oder MSCI World. Also machen wir zwar, tun wir auch für die Kunden alles transparent veröffentlichen, aber unser Hauptkunde hat im Endeffekt ein siebenstelliges Vermögen. Mhm. Die möchten nicht diese hohen Drawdowns haben. Mhm. Also letztes Jahr Nasdaq 33% verloren in der Spitze, S&P glaube ich 25% oder so. Mhm. Da war unser Maximum Drawdown bei 4%. Okay. Dieses Jahr liegen wir auch unterhalb jetzt von einem S&P oder einer Nasdaq. Ja, ich meine, Nasdaq dieses Jahr 40% gelaufen. Ja. Aber die überwiegende Kundschaft, die wir einfach haben, sind Privatiers, sind Unternehmer, sind Leute, die jetzt nicht in ihr Portfolio reinschauen möchten und sagen, die 30% Rücksetzer im Nasdaq ist jetzt für mich die Mega-Chance, da kaufe ich jetzt mal günstig nach. Weil wenn man halt dann 10 Millionen hat und dann sind es nur noch 6 Millionen, ist es was anderes, als wenn ich jetzt in der Aufbauphase bin, wo jeder Crash eine Chance ist. Also für die meisten Zuschauer ist es wahrscheinlich so, war das letztes Jahr eine sehr, sehr tolle Möglichkeit, günstig in gute Werte reinzukommen. Ja, aber man muss da halt ein bisschen unterscheiden, in welcher Lebensphase befinde ich mich. Bin ich jetzt vielleicht 50, 60 oder noch ein paar Jahre älter oder bin ich irgendwie 20, 30? Das sind unterschiedliche Szenarien. Und für uns ist einfach wichtig, wie gesagt, in jeder Marktlage Geld zu verdienen und über Inflation. Das wäre natürlich schon wichtig. Also das ist eigentlich für uns so die Benchmark. Ja, wenn wir jetzt eine Inflation von 5% haben, dann sollte es nach Kosten und Inflation das natürlich übertreffen. Ja, okay. Wie hast du das gemacht dann letztes Jahr? Dann nur die 4% Maximum Drawdown. Also was hast du geshortet? Das Erste. Und warst du dann voll long in Energiewerten? Oder was hast du da gemacht?
Nee, gar nicht mal so. Wir hatten, also im Idealfall ist es ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Long-Portfolio habe und ich habe da jetzt 100% investiert und ich habe ein Short-Portfolio, wo ich jetzt quasi mit 2/3 Short bin. Mhm. Ja, dann im Idealfall fallen die schlechten Unternehmen ja stärker als die guten Unternehmen. Mhm. Also wenn ich jetzt einen Pair-Trade mache, beispielsweise ich gehe long eine Amazon, mhm. Short eine Economy, also Mediamarkt Saturn, ein bisschen plakatives Beispiel jetzt. Ja. Aber geht es einfach darum, dass man aus dieser Differenz lebt. Ja? Mhm. Oder long irgendwie eine JP Morgan, short eine Deutsche Bank. Mhm. So diese klassischen Beispiele. Und das haben wir auch überwiegend gemacht. Und ich war nicht groß in Energiewerte investiert. Wir haben relativ stark Big Tech gewichtet gehabt. Hatte ich ja auch ein Video gemacht bei Meta, wo die bei 85 standen. Da hat jeder gesagt, ah, wie kann man jetzt so dämlich sein und irgendwie Meta und alles tot und drum und dran. Jetzt stehen sie bei 300. Jetzt auf einmal ist es wieder eine tolle AI-Aktie. Jetzt bin ich da nicht mehr investiert, sondern dann sind wir in andere Werte reingegangen. Mhm. Und ja, also wir versuchen eigentlich diesen Stil nicht groß zu ändern. Jetzt eine Occidental Petroleum, Energiewert, finde ich auch sehr spannend. Warren Buffett, mittlerweile der größte Aktionär, mit, glaube ich, 25%, war auf der Anleihenseite sehr interessant für unseren Anleihenfonds mit 7,8% mit 3 Jahren Restlaufzeit. Ja. War auf der Aktienseite sehr, sehr interessant auch. Aber ich würde jetzt nicht komplettes Portfolio umswitchen dann quasi. Also wir haben schon eine Strategie und wie gesagt, da möchten wir auch dran festhalten. Ja, okay. Konzept auf jeden Fall verstanden. Und ja, ich finde es mega spannend. Also ich kündige jetzt schon mal an, wir reden auch gleich nochmal ganz konkret über bestimmte Aktien. Moritz, so Pair-Trade und so weiter, das sind halt so Sachen, die habe ich halt wirklich... damals war das 2018, da haben wir ja damals noch für Mission Money mehrere Interviews mit Florian gemacht und das waren halt auch so Sachen, die so Begrifflichkeiten, die man eigentlich dann bei ihm so gehört hat und deswegen merkt man auf jeden Fall, du kommst da aus seiner Schule, aus seiner Denkschule, auch mit diesem Total Return Ansatz. Wie lange warst du eigentlich bei Florian und was hast du da so, sozusagen alles mitgenommen? Wie war die Zeit? Ja, insgesamt 6 Jahre, bisschen mehr als 6 Jahre und war der erste Mitarbeiter so nach dem Neustart. Florian, der erste Mitarbeiter bei dir, oder? Ja, genau. Spaß. Und ja, also ich meine, wer ihn kennt, weiß, dass er natürlich eine schillernde Persönlichkeit ist, dass er eine historisch bewegte Vergangenheit hat. Hm. Für mich ging es darum, einfach, also mich hat dieser Ansatz schon immer interessiert, ja, dieser Long-Short-Ansatz hat für mich einfach Sinn ergeben, vielleicht auch, weil ich schon früh immer mehr so englischsprachige Sachen angeguckt habe, auch auf Videos oder sowas. Jetzt, was hat ein Ray Dalio, was hat ein Bill Ackman oder so, diese Leute. Und dann wollte ich da halt irgendwo anknüpfen, ja. Und in Deutschland war er nun mal der einzig bekannte Leerverkäufer. Ja, das stimmt, ja. Ja, richtig. Und natürlich, wie gesagt, das mit der bewegten Vergangenheit hatte ich ja schon ein bisschen angesprochen. Aber mir ging es darum, die Botschaft vom Botschafter zu trennen. Ja, also war auch immerhin 3-mal Hedgefondsmanager Europas. Hm. Darf man auch nicht ganz außer Acht lassen. Und ich habe da sehr, sehr viel gelernt in der Zeit. Wir haben sehr, sehr intensiv zusammengearbeitet. Wirklich jeden Tag quasi von morgens bis abends im selben Büro. Wie läuft das da ab? Also dann sitzt man da mit Florian hier an so einem Tisch, Laptops auf und dann sagt er dir, und jetzt analysier mir mal alle Ölaktien und dann kommst du in 3 Stunden wieder und sagst mir, welchen Pair-Trade wir machen oder was? Ja. So ist das. Ja. Okay. Also er will natürlich auch eigene Ideen. Das Schwierigste in dem Geschäft sind tatsächlich Leute zu finden, die eigene Ideen haben. Ich merke das auch selber, wenn wir jetzt mit Leuten zusammenarbeiten oder Praktikanten haben oder Werkstudenten. Die wenigsten Leute haben wirklich eigene Ideen. Ja? Und das war natürlich auch sehr wichtig, eigene Ideen zu entwickeln. Jetzt nicht immer nur, ja, schau dir mal das und das an, sondern wirklich primäre Ideen zu haben. Okay.
Und ja, im Endeffekt war es so, wie du es gesagt hast. Und also viel Excel-Holz auch kloppen, oder? Ja, aber da war ich nie so der Freund davon. Also wenn ich auch sehe, was da die Investmentbanken machen und auf die zweite Nachkommastelle irgendwelche Kursziele. Mhm. Ein gutes Investment erkennt man von Hand in einem Taschenrechner. Mhm. Also es ging ja auch beim Long-Short-Ansatz nicht darum zu sagen, was ist jetzt deine Meinung zu der und der Aktie immer, weil zu 80% habe ich keine Meinung. Mich interessieren wirklich nur diese Ausreißer. Die oberen 5% auf der Long-Seite, die unteren 5% auf der Short-Seite, wo sind gerade wirklich Sachen, die 2-3 Mal pro Jahrzehnt, wenn überhaupt, passieren. Und wenn mich jetzt jemand fragt, keine Ahnung, was ist jetzt deine Meinung zu einer Netflix-Aktie, kann ich jetzt irgendwas zu erzählen, 2-3 Minuten, aber ist jetzt nichts, was mich irgendwie bewegt, sondern wirklich diese statistischen Ausreißer. Mhm. Und klar, man baut ein Excel-Sheet dann schon, um das irgendwie zu untermauern. Aber ich muss eigentlich innerhalb von einer halben Stunde, wenn ich mir was anschaue, erkennen, ist das jetzt ein Wert, wo ich jetzt 5% meines Vermögens reintun würde oder nicht. Mhm. So, und diese ganzen anderen Sachen, das ist ja auch das Problem im Fondsmanagement, dass die meisten Fondsmanager ja schlechte ETF-Kopierer sind. Also wenn du dir die meisten Portfolien anschaust, die haben 100 Werte drin, gibt es auch dieses Wort Index-Schmuser, also dass man halt, okay, ich will hier am Jahresende nicht viel schlechter sein als meine Benchmark. Ich kann damit leben, wenn der S&P mich in einem Jahr outperformt oder 2 Jahre, wenn wir einfach kontinuierlich Geld verdienen. Und deswegen haben wir da einfach einen anderen Ansatz. Ja? Also es macht jetzt für mich keinen Sinn, eine Apple, Microsoft, Meta, Google, Amazon mit 30-35% gerade zu gewichten, weil dann kann ich auch wirklich ein S&P kaufen oder ein MSCI World ETF. Und dafür Gebühren zu verlangen, schwierig. Ja. Nochmal ganz kurz zurück zu Florian Homm. Ich habe in irgendeinem Beitrag online gelesen, dass du als junger Kerl, also ich meine, du bist jetzt immer noch nicht alt, du bist jetzt 30, als junger Kerl dann zu ihm hingegangen bist auf irgendeine Veranstaltung und ihm 3 Aktien gepitcht hast. Und so ist das Ganze entstanden. Welche 3 Aktien waren das denn? Genau, das war an einem Event in Freiburg, so, da bin ich dann quasi hingefahren. Und das ist auch ein Punkt, den kann ich noch mitgeben, so ein bisschen als Tipp generell. Die Leute suchen immer Mentoren und sagen so, hey, ich möchte auch das schaffen, was du geschafft hast und so. Und das merke ich ja jetzt auch, dass mir viele Leute so schreiben, zeig mir mal, wie das geht oder was kann ich tun. Aber das ist ja der falsche Ansatz, ja. Also die Leute, die Erfolg haben, haben ja auch immer Probleme. Und im Endeffekt, wenn du denen hilfst, ihre Probleme zu lösen, dann bist du automatisch in diesem Kreis drinne. Und es war natürlich auch einfacher bei einem Florian, als der auf YouTube irgendwie 200 Abonnenten hatte, als jetzt, wenn er, keine Ahnung, 240.000 hat oder sowas. Auch da muss man so ein bisschen ein Gespür haben. Es gibt ja aber auch tausende Unternehmer in Deutschland, die zum Beispiel auch eine Nachfolge suchen oder die sich mit irgendwelchen Problemen herumschlagen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, das war eine Starbucks, das war ein Biotech-Unternehmen. So, das kennt man jetzt nicht, aber hat sich auch sehr, sehr gut entwickelt. Und der dritte Wert war eine Alibaba. Okay. Die hatte sich von dem Zeitpunkt, also ist ja schon eine Weile her, dann zwischenzeitlich auch sehr, sehr gut entwickelt. Jetzt ist sie natürlich ordentlich zurückgekommen. Aber genau, das waren die 3 Werte. Und das hat ihm einfach gefallen, ja, dass man da die Initiative ergreift. Hatte dann da seine Nummer aufgeschrieben, call me. Und dann hatte ich auch, das ist vielleicht auch ein weiterer Punkt, 10 Monate umsonst gearbeitet. Weil ich wusste ja damals, okay, ich habe schon irgendwie Kenntnisse, aber jetzt auch Kenntnisse, die relativ beliebig austauschbar sind mit anderen Leuten. Also was kann ich an Mehrwert bringen? Okay, ich gebe vollen Einsatz und ich will kein Geld. So, du hast nichts zu verlieren. Und wie gesagt, die ersten 10 Monate hatte ich komplett umsonst gearbeitet. Ja, also Fleiß, Kreativität und so ein bisschen Problemlösung. Welche Probleme waren das, die du für den Homm gelöst hast? Die Kaffeemaschine anmachen. Ich glaube, da war er nicht so gut drin. Oder? Das stimmt.
Ja, also es ging ja damals relativ früh wieder los mit Beratung von vermögenden Kunden, dann den Börsenbrief, den wir damals gestartet hatten. Mhm. Und ja, da ging es ja quasi um den kompletten Aufbau, also von der Idee bis zur Umsetzung. Ja, bei einem digitalen Produkt natürlich ganz andere Faktoren als jetzt in einer Vermögensberatung. Und war ja für mich auch neu alles. Ja, also war ja auch Learning by Doing. Das war auch immer okay. Also man konnte auch immer ganz gut testen, man konnte immer ganz gut probieren. Mhm. Ich hatte sehr, sehr viele Freiheiten auch. Wenn was schiefgegangen ist, dann war es natürlich nicht so gut. Erstmal so kurzzeitig. Mhm. Aber wir haben das ja also sehr erfolgreich gestaltet dann über die Jahre hinweg. Ja, ja. Dieser Markenaufbau, der ist ja auch wieder sehr, sehr gut gelungen. Auch was so Reichweite, Bekanntheit und so betrifft. Deswegen hatten wir uns ja damals auch kennengelernt. Mhm. Ja, stimmt. Bei Mission Money, auch das Video hatte ja, glaube ich, 500.000 Aufrufe oder sowas. Mhm. Ja. Und genau, also es war, wie gesagt, eine sehr, sehr prägende Zeit. Nach 6, 7 Jahren möchte man dann auch irgendwann sein eigenes Ding machen, möchte sein eigenes Portfolio verwalten, möchte sich da vielleicht auch nicht abstimmen, sondern halt seine eigenen Ideen verwirklichen. Und man entwickelt sich ja dann schon auch ein Stück weit auseinander, weil natürlich am Anfang hatte ich ja diesen Anlagestil so komplett mitbekommen. Aber über die Jahre entwickelt man ja immer auch so ein bisschen seinen eigenen Stil nochmal. Ja, 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 klar. Lass uns mal direkt deine Ideen, die du jetzt verwirklichst, mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen, beziehungsweise deine Kreativität jetzt hier so ein bisschen anzapfen, weil du hast ja Aktien mitgebracht und da wäre es ganz cool, wenn wir jetzt direkt mal reinstarten, weil das sind nämlich zum Teil sehr spannende Titel, aber fangen wir mal mit einer an, die viele Privatanleger kennen, wahrscheinlich auch einige im Depot haben, nämlich die BAT, die British American Tobacco, KGV von 6 aktuell, eine Dividendenrendite von 9%. Und da muss man ja sagen, also der Markt preist ja eigentlich schon fast ein bei solchen Werten, bei so einem Substanzwert, Konsumgüterwert, dass die eigentlich pleite sind, sozusagen. Und du setzt das jetzt trotzdem bei dir um im Portfolio, oder? Genau, also wenn man sich mal diesen Tabakmarkt anschaut, Philip Morris, ganz klar Marktführer, ja, hat auch knapp die doppelte Bewertung, hat so ein KGV von 13, 14, auch nur 5, irgendwas Prozent Dividendenrendite. Dann gibt es so diese Fallen Angel, sage ich mal, eine British American Tobacco, eine Imperial Brands und eine Altria. Mhm. Meiner Meinung nach, Altria, Imperial Brands haben den Anschluss verpasst, ja, weil man Missmanagement betrieben hat, man hat eine schlechte Kapitalallokation in Übernahmen gemacht, so eine Juul, die da irgendwie für 40 Milliarden gekauft wurde, wo man jetzt schon wieder 3/4 Goodwill abgeschrieben hat. Bei einer BAT gibt es durchaus Risiken. Ja? Mhm. Man ist sehr, sehr abhängig vom US-Markt. Man verliert hier aktuell zweistellig Marktanteile im klassischen Zigarettenkonsum. Mhm. Man wächst aber sehr, sehr stark in diesen Alternativprodukten, sei es diese Snooze-Geschichten, sei es Vapes oder E-Zigaretten. Man hat eine sehr große Beteiligung in Indien. Mhm. An einer Firma, die heute schon 30-40% der Marktkapitalisierung eigentlich abdeckt. Mhm. Und dieses Spiel verschiebt sich ja auch so ein bisschen. Also für die westliche Welt ganz klar Tabakersatzprodukte. Ja, wenn selbst eine Philip Morris sagt, wir möchten weg von der klassischen Zigarette, dann machen die das nicht, weil die gute Menschen sind, sondern das machen die, weil die anderen Produkte noch margenstärker sind, weniger besteuert werden, aktuell noch. Und weil man hier einfach sehr, sehr stark Marktanteile gewinnt. Und für die westliche Welt eben ist das sehr, sehr wichtig. Deswegen hat meiner Meinung nach Altria Imperial Brands den Anschluss verloren. Mhm. Bud ist so ein Kandidat, der jetzt auch kein Free Lunch ist, wie es immer so dargestellt wird. Ja. Mit einem KGV von 6, einem Free Cashflow Yield von 16-17% und einer Dividendenrendite von 9,5% im Moment, ist das ein Risiko, was ich in Kauf nehme aktuell.
Aber auch das ein Wert, den würde ich jetzt nicht mit 15% gewichten, weil ich nie was so hoch gewichten würde, was trotzdem von regulatorischen Risiken abhängig ist. Sei es von irgendwelchen Behörden, sei es irgendwie von Staaten oder sonst irgendwas. Trotzdem muss man jetzt einfach mal sehen, es wird gepreist, dass diese Firma quasi diese Dekade nicht überlebt. Ich glaube, das wird passieren. Man wächst trotzdem. In Summe, in Indien haben 600 Millionen Menschen heute noch keine Zahnbürste. Ist tatsächlich so. Und die möchten ja jetzt auch diese westlichen Lebensgewohnheiten erleben. Ja, trinken, rauchen. Wird seit Jahrtausenden in der Menschheitsgeschichte gemacht und es wird auch erstmal so bleiben. Ich habe den Wert aktuell so mit um die 3% gewichtet, ne, Philip Morris mit 2%, also macht insgesamt bei uns so 5% aus. Auch da muss man auch sehen, die Aktie ist meiner Meinung nach beim doppelten KGV fair bewertet. Wenn wir so ein Multiple Re-Rating bekommen, dann glaube ich, dass die durchaus bei einem KGV von 13, 14 handeln kann. Diese alten KGVs für so einen klassischen Hersteller von Basiskonsum mit 20 mal KGV verdient die Branche meiner Meinung nach nicht mehr. Weil es ist, ich kriege jetzt eine Coke zu 20 mal KGV mit durchaus weniger Risiken als jetzt zum Beispiel sowas. Deswegen ist hier eine Kursverdopplung möglich auf die nächsten 5 Jahre, meiner Meinung nach. Fürs Warten werde ich belohnt mit einer Dividendenrendite, die dann natürlich runtergeht, je stärker der Kurs wieder steigt. Man wird Ende nächsten Jahres, wenn man die Schulden auch abgetragen hat, einen Teil der Schulden anfangen mit Aktienrückkäufen. Ist das schon kommuniziert oder ist das eine Erwartungshaltung von dir? Nee, also das ist so schon ein bisschen kommuniziert, dass man halt die Verschuldung abtragen will und dann auch eben den Return für die Shareholder erhöhen möchte, indem man dann zu dieser günstigen Bewertung eigene Aktien zurückkauft. Okay, also Investment Case leuchtet mir auf jeden Fall ein. Also ja, das ist ja wirklich so eine fast schon, das schreit ja die Bewertung, also nur das Fundamentale schon fast kauft mich. Ja. Wobei natürlich, du hast skizziert, das Risiko da ist. Rauchen allgemein geht insgesamt, also klassischen Rauchen weltweit runter. Und da muss man jetzt dran glauben, dass also diese alternativen Produkte, insbesondere hier bei, also die E-Zigarette, da sind die, da ist BAT ganz gut positioniert. Ich glaube, da sind sie sogar Führer, Weltmarktführer, dass das dann funktioniert. Ne? Aber warum haben die, dann gibt es ja noch diese zweite Technologie, wo Philip Morris sehr stark ist, das IQOS. Ne? Ja. Warum hängt da BAT da so hinterher? Weil Philip Morris im Vergleich zu allen anderen das sehr, sehr früh erkannt hat. Man hat einen zweistelligen Milliardenbetrag in die Entwicklung gesteckt, hat das organisch alles selber quasi gebaut. Die haben einfach einen Technologievorsprung von 2-3 Jahren, konnten das dann früher ausrollen. Das ist natürlich auch jetzt nochmal die Gefahr für BAT. Die sind in den USA noch nicht so stark vertreten. Jetzt gehen die natürlich nächstes Jahr in den US-Markt rein. In einem sowieso schon rückläufigen Geschäft für BAT, also da Philip Morris natürlich die Hauptkonkurrenz. Das Verschuldungsthema ist bei allen Herstellern relativ eklatant, ja, weil wir einfach jetzt höhere Zinsen haben, weil Goodwill natürlich ein Thema ist. Also wenn BAT jetzt den kompletten Goodwill abschreiben müsste, hätte man negatives Eigenkapital. So, das wäre nicht so gut. Trotzdem verdient man Cash, ja, man wächst trotzdem jedes Jahr noch und es ist aber keine blinde Buy-and-Hold-Aktie jetzt für mich. Also man muss sich schon von Quartal zu Quartal anschauen, wie entwickelt sich jetzt das. Und das ist halt ein Turnaround-Kandidat, ja, genau wie eine PayPal jetzt zum Beispiel ein Turnaround-Kandidat ist. Da kann ich jetzt auch nicht sagen, weil die jetzt in der Vergangenheit irgendwie toll waren und weil die dreimal so hoch bewertet waren, kaufe ich die jetzt und lasse die liegen. Ja, Schmarrn, ja. Genau, also man muss hier jetzt wirklich Quartal zu Quartal die Entwicklung tracken und vor allem die Entwicklung zur Peer Group. Okay, alles klar. Also ich würde sagen, machen wir bei der BAT einfach den Haken dran, kommen zum nächsten Wert. Das ist die Brookfield. Die haben viele höchstwahrscheinlich noch nicht gehört. Ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ich kannte die auch nicht. Ich weiß jetzt halt nur sozusagen aus meiner Vorabrecherche, ist ein kanadischer Asset Manager und die sind also aber nicht so ein klassischer Asset Manager. Und ich glaube, an dieser Stelle macht es Sinn, wenn ich dir das Wort übergebe. Was machen die?
Man kann sich Brookfield so vorstellen wie zum Beispiel eine Vanguard, eine BlackRock, eine Fidelity. Mhm. Nur eben nicht, dass man jetzt einfach nur Aktien kauft oder ETFs oder so, sondern man investiert wirklich in Realkapital. Also man hat verschiedene Branchen, man hat einen Immobilienbereich, man hat einen Infrastrukturbereich, man hat einen erneuerbare Energiebereich, man hat einen Asset-Management-Bereich, also wo man wirklich auch klassisch Asset-Management macht. Man hat einen Rückversicherungsbereich. Mhm. Und diese Bereiche sind relativ unabhängig voneinander, weil für Immobilien natürlich nicht gut, wenn Zinsen erhöht werden. Für einen Rückversicherer und für einen Asset-Manager erstmal wieder gut. Und Brookfield hat einen der besten CEOs aller Zeiten, meiner Meinung nach. Wenn das ein Fondsmanager wäre, wäre auch einer der besten Fondsmanager. Mhm. Und zwar Bruce Flatt, der ist CEO seit 20 Jahren, ist schon so 30 Jahre im Unternehmen. Man hat hier Returns von 20% pro Jahr erwirtschaftet. Und wenn man sich mal die Historie anschaut von dem Unternehmen, also jede Prognose, weil jede Firma macht sich natürlich nicht kleiner, als sie ist, sondern wir werden das erreichen, wir werden das erreichen, gibt es von Brookfield auch quasi so einen Kalender. Jede Prognose, die Bruce Flatt in den letzten 20 Jahren aufgestellt hat, wurde immer übertroffen. Die Aktie ist aktuell so... Was dafür spricht, sorry, ganz kurz, wenn ich einhake, was dafür spricht, dass er immer ein bisschen zu konservativ prognostiziert, oder? Ja, aber eben, also im Endeffekt, wir haben ja jetzt ein Unternehmen, was auf den inneren Wert mit über 50% Abschlag handelt. Mhm. Und das sind jetzt nicht irgendwelche Vermögenswerte, sondern die meisten Firmen sind separat an der Börse gelistet, wo man, wie gesagt, diese Beteiligung hat. Mhm. Die Aktie ist gerade so bei um die 30 US-Dollar. Mhm. Fairer Wert aktuell meiner Meinung nach so zwischen 60 und 70 Dollar. Und jetzt kommt aber das Spannende. Mhm. Wenn wir jetzt mal 5 Jahre vorausgehen ins Jahr 2028, dann erwirtschaftet alleine das Rückversicherungsgeschäft, was ein relativ planbares Geschäft ist, das an Cash, was heute die Marktkapitalisierung ist. Mhm. Das Unternehmen peilt an, so mit 15% zu wachsen. Man hat aktuellen KGV so von 13. Mhm. Man hat, wie gesagt, einen Abschlag auf den inneren Wert von guten 50%. Mhm. Und wie gesagt, es sind relativ planbare Geschäftsmodelle. Ja, also dieses Rückversicherungsgeschäft ist jetzt nur eine von 6 Sparten, von 6, 7 Sparten. Mhm. Und man kann das relativ gut prognostizieren auf eine 5-Jahres-Sicht. Für mich meine zweitgrößte Position im Moment. Mhm. Okay. Also habe da schon eine Conviction in den Wert. Mhm. Aber auch das muss man natürlich ein bisschen tracken. Es war natürlich einfacher, als man jetzt niedrigere Zinsen hatte, muss man auch sagen, wenn wir jetzt Zinssätze irgendwie von 7-8% sehen sollten, würde ich da auch nochmal überdenken, wie wir mit der Position verfahren. Meiner Meinung nach haben wir aber, sind entweder den Gipfel der Zinserhöhungen gesehen oder sind nicht so weit davon weg. Mhm. Ich persönlich rechne damit, dass wir ab Mitte nächsten Jahres wieder Zinssenkungen sehen werden. Das ist nur eine persönliche Meinung. Mhm. Meiner Meinung nach hat auch die EZB deutlich weniger Spielraum als die Fed. Ja. Aber wie gesagt, also ein Wert, der gut zweistellig wächst, der eine sehr attraktive Bewertung hat, der hohen Abschlag auf den inneren Wert hat und ein Top-CEO. Ja. Und das ist auch so ein Punkt, wieso so Werte teilweise so günstig sind, weil diese ganze Branche wurde einfach abgestraft. Und man hat den Wert irgendwie auch so ein bisschen als Immobilienwert gesehen oder wusste generell nicht so ganz, wie man den zuordnen kann. Oder ein Private Equity Wert, wie auch immer. Die sind natürlich alle sehr, sehr stark abgestraft worden. Und natürlich sehe ich das jetzt nicht, und das werden wir auch gleich bei den anderen Werten sehen. So eine BAT sehe ich jetzt über so ein Screening. Hat ein KGV von 6, hat eine Dividendenrendite von 9%. Okay, toll, schaue ich mir mal an. Ja. Und bei den anderen Werten, meiner Meinung nach, das ist auch gerade so ein bisschen unsere Strategie, schauen wir nach Unternehmen, die nicht nur einfach günstig bewertet sind, sondern die eben auch einen Katalysator haben, um diesen Wert zu heben. Hm. Indem man beispielsweise Aktienrückkäufe machen kann, deutlich unter innerem Wert, wenn ich jedes Jahr 10% meiner ausstehenden Aktien zurückkaufe. Und ich mache das jetzt über 3, 4, 5 Jahre, selbst wenn wir eine Nullrunde erleben am Markt,
dann habe ich in 5 Jahren quasi den doppelten Wert an der Firma von heute. Und ja. Das ist der Case. Das ist der Case. Alles klar. Ja, definitiv interessant. Wie hoch ist der bei dir gewichtet im Portfolio? 5,5%. 5,5%, okay. Alles klar. Wie viel nimmt denn, also was ist so Maximum bei dir? 7-8%? Oder was darf es höchstens sein? Die größte Position, die wir aktuell im Portfolio haben, ist eine Amazon. Oh ja. Die hatten wir letztes Jahr einfach sehr gut erwischt. Hatte ich auch ein Video gemacht, wo die so bei $90 war. Mhm. Jetzt steht sie, glaube ich, so bei 130. Mhm. Kursziel für mich eigentlich so fairer Wert für eine Amazon so zwischen 140 und 180. Mhm. Amazon ist auch eine Aktie, also unabhängig von dem Asset Management, die wirklich maßgeblich auch zu meinem Vermögensaufbau beigetragen hat. Ich bin, glaube ich, seit 12, 13 Jahren Aktionär. Ja, hatte zwischenzeitlich Phasen, wo ich 30% meines Geldes in Amazon hatte. Hm. Ist natürlich jetzt noch mal ein bisschen was anderes, wenn man dann Geld für andere Leute verwaltet, als für einen selber. Aber letztes Jahr, als, wie gesagt, eine Amazon bei 1,5 Mal Kursumsatz war, historisch gesehen bei 4 Mal, hätte ich auch kein Problem gehabt, in so einen Wert 20-30% reinzugewichten. Hm. Genau, die haben wir mit aktuell 10%, um die Frage jetzt zu beantworten. Okay. Hm. Und dann eine Brookfield, wie gesagt, so mit 6%, gerade so die zweitgrößte Position. Ja. Dann gehen wir mal zu Bolloré. Ja. Da würde mich interessieren, bevor ich die erste Frage stelle, wie viel hast du da drin, also in der Bolloré? Welchen Anteil macht die? So um die 3%. Um die 3%, okay. Ja, das ist gut. Also viel mehr hätte ich jetzt wahrscheinlich auch nicht erwartet, weil man muss ja, du wirst jetzt mal so ein bisschen was wahrscheinlich für die Pro-Seite erzählen, aber auf der Con-Seite, also auf der Kontra-Seite, ist natürlich, dass Umsatz EBITDA deutlich rückläufig ist, Gewinn eigentlich bei -80%. Also wenn man jetzt mal erstes Halbjahr 23, erstes Halbjahr 22 miteinander vergleicht, also so, da würde man ja wahrscheinlich sagen, ja, was ist da los? Ja. Deswegen frage ich jetzt mal, was ist da los? Genau, also bei den Werten muss man einfach verstehen, das sind ja Holding-Gesellschaften. Mhm. Ja, und Hintergrund von Bolloré, die Firma gibt es eigentlich seit 200 Jahren. Mhm. Der jetzige Chef leitet das Unternehmen auch schon seit ein paar Jahrzehnten. Der ist sehr, sehr verwurzelt in Frankreich, in der französischen Politik, war ein enger Weggefährte von Sarkozy, aber auch von jedem anderen Präsidenten, der ihm einen Vorteil bringt. die hatten teilweise wirklich noch Assets aus der Kolonialzeit, ja, Häfen in Afrika und so weiter. Mhm. Und wie gesagt, der Vincent Bolloré ist, glaube ich, jetzt so 73 Jahre alt und möchte das Unternehmen verschlanken, weil man einfach erkannt hat, dass sehr, sehr viel von seinem persönlichen Geschicken abhängt. Mhm. Deswegen hat man zum Beispiel auch diese Häfen in Afrika für 5 Milliarden an MSC verkauft. Man verkauft jetzt gerade das Logistikgeschäft, also ist so ein bisschen mit vielen Kreuzbeteiligungen so ein kleines Sammelsurium. Mhm. Wenn dieses Logistikgeschäft verkauft ist, womit ich in den nächsten Monaten rechne, dann ist die Marktkapitalisierung abgedeckt von Netcash, ja? Also komplette Cash-Position macht dann die Marktkapitalisierung aus. 14 Milliarden sind die, glaube ich, gerade ungefähr, ne? 2015. Genau. Und was jetzt aber noch hinzukommt, die größten Assets, die im Moment im Unternehmen sind, sind eigentlich Universal Music und Vivendi. Mhm. Und Universal Music ist für mich eines der spannendsten Unternehmen auf der Welt. Gibt es auch einen Take von Bill Ackman, der so sagt, wenn ich eine Position für die nächsten 10 Jahre halten dürfte, wäre es Universal Music. Okay. Weil man hat ein oligopolartiges Geschäft. Ja? Also es gibt nur eine Handvoll Labels, die waren eigentlich tot, als früher hier Kim.com und Musiksharing und alles drum und dran betrieben wurde. Spotify hat diese Branche eigentlich gerettet. Mhm. Für die Plattenlabels ist es aber deutlich lukrativer als für Spotify selbst. Weil die einfach am meisten Cash generieren. Mhm. Die haben alle großen Artists unter Vertrag. Die haben die kompletten Connections.
Es ist ein nicht zyklisches Geschäft. Ja? Also es ist ein Geschäft, was nicht reguliert wird groß. Mhm. Es ist ein Business, was zweistellig pro Jahr wächst. Mhm. Und ein Business, was sehr, sehr gute Margen hat. Und wie gesagt, die Branche befindet sich jetzt in einer Phase, die sie so historisch noch nicht gesehen hat. Man hat eine sehr, sehr hohe Stabilität. Und jetzt aber auf den Punkt zurückzukommen, die Hauptassets, die Bolloré danach in dieser Struktur hat, sind, wie gesagt, Universal Music und Vivendi. Vivendi ist auch so ein Unterhaltungskonzern. Und wenn man jetzt nur diesen Wert berechnet mit dieser Cash-Position, bekomme ich aktuell dieses Unternehmen mit 60% Abschlag auf den inneren Wert. So, jetzt kommt dann wieder, ja, ist aber eine Holdinggesellschaft und da ist so ein Abschlag normal. Ja, ein Holding-Abschlag von 20-30% ist mit Sicherheit normal, wenn man viele Assets hat. Wenn aber die Hauptassets quasi auf 1-2 Unternehmen beschränkt sind, dann ist für mich so ein Abschlag nicht normal. Man entschlankt hier jetzt, wie gesagt, diese Strukturen und oftmals sind so Holding-Gesellschaften einfach totes Geld. Wenn ich jetzt eine Porsche-Holding habe, dann bin ich davon abhängig, was jetzt hier diese beiden Familien die nächsten Jahre betreiben werden. Die können das auch einfach jetzt so 10 Jahre laufen lassen, zahlen da jedes Jahr ihre 5% Dividende und am Kurs passiert gar nichts. Hier hat man jetzt, wie gesagt, klar kommuniziert, dass man dieses Geld den Aktionären, ja auch die Familie selber, zuführen möchte, indem man dann auch eigene Aktien zurückkauft, quasi aus diesem Cash. Okay. Also Bolloré nochmal, also die haben insgesamt hier 3 Sparten, ne? Ja. Also die haben das Öl, die haben Medien, Unterhaltung, ja. Und die haben dann auch noch Industrie, ne? Logistik. Ja. So, also die Unterhaltungssparte, die macht sozusagen dann den Löwenanteil in diesem Konstrukt aus. Ja. Okay, alles klar. Also man möchte quasi einfach dieses Hauptasset Universal Vivendi halten. Ja. Weil das ist ein relativ planbares Business. Ja, da muss jetzt auch nicht der Mega-Nachfolger gefunden werden, der das irgendwie managt. Mhm. Diese Tantiemen, Royalties und sowas, da kümmert sich ja Universal selber drum. Man hat hier einfach einen sehr, sehr großen Share an dem Unternehmen, genauso wie ein Bill Ackman, der mittlerweile über 10% an der Firma hat, oder auch Tencent. Mhm. Und okay, jetzt fragt man sich vielleicht, ja, wieso kaufe ich nicht eine Universal Music direkt? Kann man auch machen. Eine Universal Music hat aber gerade so ein KGV von 25. Hier habe ich ein KGV von 5. Mhm. Okay, verstehe, ja, ja. Na gut, da kommen zwei Abschläge, aber du hast es ja eigentlich schon entkräftet, weil das habe ich mir nämlich auch notiert sozusagen auf der Kontraseite. Also A, du hast einen Konglomeratsabschlag erstmal per se und B, hast du dann auch nochmal einen Beteiligungsabschlag. Also können wir ja sozusagen zwei Sicherheitspuffer dann nochmal mit rein sozusagen in die Berechnung. Aber okay, alles klar. Der Investment Case ist auf jeden Fall klar geworden. Und Kursziel? Also Kursziel, mein Ziel eigentlich ist 20% pro Jahr. Mhm. Für alle Investments, die wir machen, als Hurdle Rate. Mhm. Ja, also ein IAA, dann haben wir quasi eine Liste und kategorisieren absteigend, wo der höchstmögliche IAA liegt. Ja. Auch da für mich eine Kursverdoppelung möglich auf die nächsten 5 Jahre. Mhm. Es ist natürlich ein bisschen Timing gesteuert, ja, also wenn man muss natürlich dieses Logistikgeschäft relativ zeitnah verkaufen. Wenn das nicht klappt aus irgendwelchen Gründen, dann würde ich da auch nochmal den Investment Case überdenken. Aber trotz allem, wie gesagt, ich habe ein Unternehmen in einer Marktphase, wo aktuell 20 Mal Gewinn ist. Ja, also für den breiten Markt 20 Mal Gewinn, da habe ich ein Downside-Risiko. Hier habe ich nach Verkauf dieses Logistikgeschäft net Cash, was quasi mein Sicherheitspuffer ist. So, ich kriege das Unternehmen quasi geschenkt. Ja, und dann bekomme ich noch, also ich bezahle für Cash quasi und bekomme dann aber diese Beteiligungen quasi geschenkt. Ja, und ja, okay, ja, verstehe. Ja, ja, klar. Okay, interessant, interessanter Punkt, auf jeden Fall. Also würde ich sagen, machen wir bei der Bolloré auch einen Haken dran und gehen mal rüber zur
Pershing Square. Ja. Bill Ackman hast du eben schon genannt. Ist das jemand, der für dich auch ein Vorbild ist? Ja. Also Bill Ackman, das muss man jetzt nochmal mit dazu sagen, ist der Eigentümer von Pershing Square. Also da hängen sozusagen alle Fonds, die er so hat, alle seine Beteiligungen irgendwie drunter. Genau. Und ich steige mal auch direkt ein, also nicht mit so einer Kuschelfrage so, sondern bei Bill Ackman, hey, schwindet da so ein bisschen möglicherweise der Nimbus? Also klar, einer der erfolgreichsten, einer der größten Investoren der Welt, Wall Street-Legende sozusagen. Aber so ein bisschen, ja, möglicherweise in den letzten Jahren vielleicht auch so ein bisschen Imageverlust erlitten, weil das mit seinem SPAC, das hat ja nicht geklappt, da musste er ziemlich viel Geld an die Aktionäre zurückzahlen. Und dann hat er auch noch, ich glaube, in relativ kurzer Zeit fast 500 Millionen in Netflix versenkt. Also so, weiß nicht, sinkt der Stern so ein bisschen? Nee. okay. Also wenn wir das jetzt mal so ein bisschen aufrollen, dieser SPAC sollte ja Universal Music damals sein. Das war ja... Ah, okay, genau. Nee, das wusste ich nicht. Und Das hatte nicht geklappt. Mhm. Da hat man bestimmt ein bisschen handwerkliche Fehler gemacht. Aber okay, man hat ja quasi das Geld einfach zurückgegeben an die ursprünglichen Aktionäre. Man hat sich dann selber eine relativ hohe Position in Universal gesichert. Da muss man jetzt ein bisschen sehen, es gibt ja diese 13F-Filings, wo da diese Portfoliogewichtungen sind. Da ist Chipotle als seine größte Position gekennzeichnet. Ist aktuell nicht so, weil er hat knapp 25% seines Fonds in Universal Music und er hat knapp 20% in Google. Das weiß ich, weil das mir gesagt hat. Nein, Spaß. Ja, klar. In einem Interview erzählt hat. 20% in Google, das ist ja, also da muss man jetzt mal sagen, also das kann ich nachvollziehen. Alphabet-Aktionär. Ja, ich auch. Ich auch. Sehr gut. Und jetzt ist ja das Spannende. Also auch mit dieser Netflix-Geschichte, okay, hat er eine 500 Millionen Verlust gemacht, aber er hatte ja auch zum Beispiel in Corona aus irgendwie 20 Millionen, 2,7 Milliarden damit seinem Hedge gemacht. Und es geht ja im Endeffekt einfach um die Gesamtperformance. In der Zeit, wo er am Markt agiert, hat der S&P 9,4% Rendite gemacht. Er hat 16, irgendwas. Ja, können wir auch nochmal einblenden. Mhm. Also, das sage ich jetzt einmal, das können wir mal einblenden. und darum geht's ja. Ja. Und er wurde ja auch gefragt in einem Interview zu Netflix, weil Netflix hat sich ja danach auch gut erholt, wieso er das gemacht hat. Da hat er einfach gesagt, hey, Netflix hat ein gutes Management, Netflix ist ein gutes Unternehmen und ich würde, wenn ich ein Portfolio aus 20 Werten habe, wäre Netflix drinne. Aber er sagt auch, er hat ein konzentriertes Portfolio aus 8 bis 12 Werten. Und da ist ihm einfach dieses Risiko für Netflix zu hoch und die Leute sagen, ja, er hat einen Verlust gemacht. Nee, hat er nicht, weil er hat das Geld in dem Moment, wo er verkauft hat, in Google umgeschichtet. Und Google hat sich jetzt wesentlich besser erholt in dem Zeitraum und wird sich meiner Meinung nach auch deutlich besser entwickeln als eine Netflix für die nächsten 5 Jahre. Also die Wette würde ich machen. Die würde ich auch unterschreiben, ja. Und er hat es umgeschichtet einfach. Mhm. Und für mich fehlt für Netflix... jetzt, dass wir hier möglichst viele Kommentare bekommen, auch die Fantasie. Ja. Also, wenn man sieht, wo eine Disney steht und wo eine Netflix steht, für mich ist dieser Streaming-Markt komplett fantasielos. Netflix hat es bis heute noch nie geschafft, Geld zu verdienen. Netflix ist eine Subvention für uns Konsumenten, genauso wie letztes Jahr Gorilla und diese ganzen Lieferdienste, wo ich für 10 Euro bestellen konnte und die hatten 13 Euro Kosten, um die Bestellung auszutragen. Und so ist es ja bei Netflix auch. Ja, und Reed Hastings, toller CEO, gute Kultur, alles drum und dran. Das ist schon klar. Aber die Entscheidung, die hat er, finde ich, absolut gut gemacht. Seine beiden Hauptfehler, die er gemacht hatte 2014, 15, wo er auch 2 schlechte Jahre hatte, waren dieses Valiant, wo er in einer Pharmabude relativ viel Geld versenkt hat und Herbalife, wo er diesen legendären Krieg mit Carl Icahn hatte. Ja. Gibt's auch eine Netflix-Doku, Betting on Zero. Carl Icahn hat jetzt ein bisschen seine eigenen Probleme gerade. Und da, wie gesagt, hatte man auch 1 Milliarde verloren. Hätte er den Short gehalten, Herbalife seitdem 75% gefallen, aber anderes Thema. Aber so einzelne Investmententscheidungen rauszusuchen, das ist mir eigentlich egal, weil, wie gesagt, ich sehe die Gesamtperformance. Und in der Zeit, wo der S&P 9,4% gemacht hat, hat er fast das Doppelte gemacht, über 20 Jahre.
Und jetzt dieses Spannende, diese Pershing Square Holdings handelt mit einem Net Asset Value Abschlag von 35%. Man hat in den letzten 4 Jahren um die 20% der eigenen Aktien zurückgekauft, konnte hier deutlich zweistellige Returns generieren. Und eine Google finde ich aktuell relativ fair bewertet. So. Also ist jetzt für mich kein No-Brainer. Ich finde die Aktie nicht teuer. Mhm. Ich finde die Aktie jetzt aber auch nicht mega günstig. Und genauso mit einer Universal. Und hier bekomme ich jetzt, wie gesagt, 35% Discount. Wir haben hier einen historischen Holding-Abschlag so von um die 20%. Man hat durchschnittlich, wie gesagt, ein Viertel der ausstehenden Aktien zu einem Discount von 28% zurückgekauft. Der Holding-Abschlag ist jetzt noch größer geworden, was generell kein gutes Zeichen ist. Mhm. Aber solange ich hier meinen Return generieren kann, kann ich doch damit leben. Und die Aktie hat sich sehr, sehr gut entwickelt in den letzten 5 Jahren. Und ja, ich schätze Bill Ackman sehr. Mir geht es da jetzt nicht um, es gibt auch manchmal Interviews um irgendwelche politischen Themen und allem drum und dran. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich schätze ihn als Investor sehr. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, weil ich jedes Interview, was er jemals gegeben hat, angeschaut habe. Weil ich jede Seite, die er jemals geschrieben hat, gelesen habe. Er ist ja auch ein aktivistischer Investor. Und für mich ist er eigentlich so der, klingt ein bisschen blöd, weil er ist auch schon fast 60 Jahre alt, aber der nächste Warren Buffett. Okay. Okay, alles klar. Also ja, dann muss er sich halt nur noch so eine gigantische Hauptversammlung zulegen und sich, kann er dich ja einstellen als sein Sidekick da. Dann bist du der Charlie Munger bei Bill Ackman. Und man muss ja eine Sache mal sehen. Das ist dasselbe Ding wie bei Meta. Ja, als letztes Jahr niemand gesagt hat, kauf eine Meta. Da habe ich mir gedacht, okay, alle Leute sagen jetzt, Mark Zuckerberg hat den Verstand verloren, Mark Zuckerberg ist irgendwie nicht mehr so smart. Okay, der Typ, der mit 23 Milliardär war, maßen sich dann die Leute von außen an, so, der ist jetzt ein bisschen verloren oder sowas. Dann dachte ich mir, okay, wer ist schlauer, Mark Zuckerberg oder ich? Hm. Wahrscheinlich er. Hm. Wer ist schlauer, ein Bill Ackman oder ich? Wahrscheinlich ein Bill Ackman. So, also ich sitze ja jetzt nicht hier und sage so, boah, ich bin der geilste Typ auf der Welt, sondern das sind ja Leute, die wesentlich mehr geschafft haben, die auch über einen wesentlich längeren Zeitraum bewiesen haben, dass das, was sie tun, Erfolg hat. So, das kann man ja ganz egofrei sagen. Ja, ja, ja. Und das ist ja so ein bisschen die Strategie, die wir da auch haben. Bruce Flatt bei Brookfield, toller CEO. Mhm. Bill Ackman bei Pershing Square, toller CEO, toller Investor. Vincent Bolloré, der da seit 40 Jahren einen 100-Bagger aus Bolloré und Odette gemacht hat. Offensichtlich auch ein smarter Typ. Ja. Und okay. Ja, das noch ja, so als ja. Hintergrund dazu. Ja, okay, alles klar. Wer ist denn bei Dassault Aviation, wer ist da denn CEO? Da ist es tatsächlich nicht so wichtig. Okay. Weil das ist ein Rüstungskonzern. Ja, da ist sehr, sehr viel durch Staatsaufträge natürlich entscheidend. Die Familie selbst hält noch 60% der Anteile. Um da kurz die These zu erzählen, das Unternehmen hat eine Market Cap von 14 Milliarden auch. Ist auch ein französisches Unternehmen. Man hat 7 Milliarden Cash, ja, einfach auf der Bank liegen. Man hält an Thales, ist auch so ein Rüstungsunternehmen, Satelliten, alles drum und dran mäßig. Ein Anteil, der auch knapp 7 Milliarden wert ist. Das heißt, diese beiden Beteiligungen decken quasi die Marktkapitalisierung ab. Davon ist die Hälfte, wie gesagt, Cash. Die Hälfte ist ein Thales, was ich auch ein gutes Unternehmen finde. Und dann hat man quasi dieses Kerngeschäft. Das sind Kampfjets. Kann man jetzt darüber auch diskutieren, ob das jetzt ethisch vertretbar ist oder nicht. Aber also ich bin nicht der Ethikrat, sondern Fondsmanager. Und dieses Kerngeschäft bekomme ich quasi dann mit einmal Gewinn. Weil der Rest, wie gesagt, durch diese Beteiligungen abgedeckt ist. Jetzt auch ein Wert, was man so nicht sieht, wenn man screent, weil dann da KGV von 20 steht. Ja. Aber wenn ich das natürlich so rausrechne und ich habe jetzt nur dieses klassische Kerngeschäft, primär Kampfjets, dann ist es schon ja, sehr, sehr spannend. Airbus hält da auch eine Beteiligung, damit auch Deutschland, Frankreich, also strategisch wichtiges Unternehmen auch.
Bin da erst letzte Woche eingestiegen, liegen da jetzt 10% im Plus. War jetzt natürlich begünstigt durch den Israel-Konflikt, war aber unabhängig davon. Hm. Also wir hatten die Investition getätigt, einen aber Tag später. Nur weil du da mit Hebel 20 rein bist, ne? Nein, Spaß beiseite. Nein, okay, ja. Okay, das so, ja, wirklich interessant. Ich bin in diesem Rüstungssektor. Ich bin ehrlicherweise nicht so firm. Also klar, ich weiß, dass es eine TARDIS gibt. Ich weiß, dass Rheinmetall da auch aktiv ist. Ich habe mal über die BAE Systems habe ich mal geschrieben. Aber ehrlicherweise bin ich da jetzt nicht so firm, wo die ihre Schwerpunkte setzen und so weiter. Und deswegen war das auch für mich ehrlicherweise jetzt ein Unternehmen, wo ich zum ersten Mal so einen Blick drauf gegeben habe. Würdest du noch mal ganz kurz was sagen, dass so in der Hinsicht... dass du jetzt, also wie ist der Auftragsbestand, wird der aus deiner Sicht wachsen? Ja. Und ja, vielleicht hast du dazu noch ein bisschen mehr. Genau, also man hat ja Marktkapitalisierung 40 Milliarden, man hat ein Auftragsbuch von 20 Milliarden für die nächsten Jahre, also relativ planbare Erträge. Mhm. Meiner Meinung nach wird es einfach so ein bisschen übersehen, weil diese Bewertungsmetriken nicht gegriffen werden. Man sieht da auf dem Papier KGV von 20, ungefähr so wie die Peer Group. Dann kauft man natürlich lieber so eine Lockheed als irgendwie so einen französischen Konzern. Ja. Mhm. Rheinmetall, meiner Meinung nach, auch eigentlich schlechtere Unternehmen, weil man neben der Rüstungssparte auch noch diesen ganzen anderen Kram drin hat. Ja. Ja, wenn ich in Rüstung investiere, will ich eigentlich einen Pure Play haben. Mhm. Und ich bin da auch jetzt nicht mega tief drinne im Jet, also ich bin jetzt nicht Probe gefahren oder sowas. aber ja, also wie gesagt, man hat 20 Milliarden Auftragsbuch, die Marktkapitalisierung ist gedeckt durch die Hälfte Cash, die Hälfte durch eine Beteiligung an Thales. Mhm. Man hat ein Kerngeschäft, wie gesagt, primär diese Jets, was quasi dann zu 1-2 Mal Gewinn bewertet wird. Und das ist für mich eigentlich auch die These. Das ist dann jetzt auch nicht ein Wert, den ich mir, also es gibt Werte, wo ich mich relativ tief einarbeite, ja, wo ich auch eine zweistellige Stundenanzahl verbringe, auf jeden Fall. Also bevor ich in eine Universal oder so in diese Konstrukte investiere, also eine Bolloré habe ich mir bestimmt 100 Stunden angeschaut. Wahnsinn. Und eine Thales habe ich mir, also jetzt dieses Unternehmen habe ich mir eine halbe Stunde angeschaut, ehrlich gesagt. Oh, okay. Weil es liegt ja auf der Hand. Ja. Und es ist ja nicht irgendwas Verschachteltes, sondern es ist, wie gesagt, Cash, ja, der da auf dem Konto liegt und eine Beteiligung in einem Unternehmen. Oh, okay. Ja, geopolitischer Rückenwind? Oh. Mit Sicherheit. Also, man, wie gesagt, das war so ein bisschen platt gesagt, ich bin ja nicht der Ethikrat, aber generell hat man ja auch gesehen, dass Länder, die hochgerüstet sind, wenn alle hochgerüstet sind, meiner Meinung nach mehr Frieden in der Welt. Ich will jetzt nicht das politische Thema aufgreifen, aber eine Ukraine wäre mit Sicherheit nicht so attackiert worden, wenn man jetzt Atomwaffen hätte. Hm. Hm. Und das sehen wir ja überall in der Welt, dass alle Länder, die hochgerüstet sind, hat man dann zwar diese Spannungen, ja, man hat so natürlich, dass man sich anfeindet und sowas, aber ein Land, was, und das hat man ja auch in Deutschland erkannt jetzt, was quasi so komplett herrlos ist, schwierig. Mhm. Und mit Sicherheit hat diese Ukraine-Geschichte und auch was jetzt gerade in Israel passiert, dazu beigetragen, dass man für solche Werte wieder ein Bewusstsein auch hat. Und die Werte haben sich ja auch ganz gut entwickelt. Mhm. Moritz, ich komme zu meiner Abschlussfrage. Von den insgesamt jetzt 5 Werten, die wir besprochen haben, wenn ich dir jetzt 50.000 Euro gebe, aber du mit der Bedingung, du dürftest nur eine von denen kaufen, wo würdest du die 50 reinlegen? Brookfield. Brookfield? Ja. Okay. Tatsächlich Brookfield. Dann nehmen wir das so hin. Gutes Schlusswort. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. So, das war mein Gespräch mit Moritz Hessel. Also sehr, sehr spannende Werte, die er uns da mitgebracht und präsentiert hat. Ich glaube, er hatte auch für jede einzelne Aktie wirklich gute Argumente. Mich hat jetzt nicht alles komplett angesprungen, ja.
Aber auf jeden Fall die BAT, also das ist wirklich ein Wert, da muss ich jetzt unbedingt nochmal draufschauen. Also vielen Dank, Moritz, für die Inspiration. Da muss ich einfach jetzt nochmal draufschauen, weil das ist definitiv von den Zahlen her, von der fundamentalen Bewertung mit Sicherheit ein Kandidat, der zumindest mal eine solide Turnaround-Chance hat. Und ja, das sind zum Teil also auch so Werte, wo ich mich auch ganz gern mal tummle. Nicht ausschließlich, aber ihr habt es ja auch mitbekommen bei der JD.com, dass ich also dort auch eine ganz gute Turnaround-Chance sehe. Und die BAT, also wirklich mit einem KGV von 6,5 und einer Dividendenrendite von über 9%, da muss man halt definitiv nochmal zumindest auf der Investor Relations Seite unterwegs sein, in den Geschäftsbericht schauen und sich vielleicht auch nochmal die Positionierung unter den Mitbewerbern anschauen. Also das werde ich definitiv tun. Das ist tatsächlich diejenige Aktie, die ich am spannendsten finde von den fünften. Und ansonsten geht jetzt meine Frage raus an dich. Welche von diesen fünf Werten würdest du denn potenziell ins Portfolio nehmen? Oder ist da vielleicht auch ein Wert dabei, wo du sagst, hey, das geht ja gar nicht? Also ganz offen, welche von diesen fünf Werten fandest du am spannendsten oder am unspannendsten? Größte Chance, schlechteste Chance, kompletter Verrecker. Also feel free. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was da kommt. Ich werde versuchen, auf so viel wie möglich auch zu antworten. Ihr kennt mich. Und ansonsten Daumen nach oben bitte, Abo aktivieren, Glocke aktivieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute dir.